Hallo, Fabian Fröhlich hier und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mit einem Thema, nennen wir es mal, Not everything that shines is bright. Also mal die Top 5 Fails 2020, die wir jetzt erlebt haben mit unseren Deals, die so passiert sind. Man kriegt immer auf die Fresse, ja. Das ist ganz normal. Die Frage ist nur, schafft man es aufzustehen oder denkt man sich dann, scheiß drauf, ich hör auf. Also man muss einfach einmal öfter aufstehen, als man hinfällt, dann passt es eigentlich. Fangen wir mal an mit einem Fail von heute Morgen. Also heute, also wirklich, wird heute Abend hochgeladen, heute passiert. Wasserschaden. Richtig krasser Marsch, alles echt heftig. Ich habe hier Bilder gemacht auch. Ich zeig's mal kurz. Also, das war Fail des Tages, Wasserschaden. Wie es genau passiert, das wissen wir noch nicht. Wir schicken jetzt Versicherungen hin und so einen Wasserprüfer, dass der mal guckt, was da genau los ist. Wir haben auf jeden Fall das Wasser abgedreht, haben ein paar Handtücher hingeschmissen und ja, ist auf jeden Fall nicht geil, passiert immer mal wieder. Und wir haben echt Pech gehabt, was das angeht. Wir hatten schon echt ein paar Wasserschäden jetzt und das war der heftigste bis jetzt. Erstes Obergeschoss, es ist passiert. Bis runter in den Keller, beim Erdgeschossmieter auch noch durch. Mein Dreifamilienhaus. Herzlichen Glückwunsch. Das war der erste. Zweiter Fail. Was ist noch passiert alles? Also es sind ein paar Sachen passiert, ist ja normal. Wir wollten eine Wohnung verkaufen, die war vermietet. Dann kam Corona. Und wir haben tatsächlich nur einen einzigen Mieter, der die Miete nicht regelmäßig bezahlt. Und der ist in der Wohnung, die wir quasi verkaufen wollten. Notartermin stand schon, alles gelaufen komplett. Und dann hat er die Mieter nicht regelmäßig gezahlt und der Käufer ist halt abgesprungen. So haben wir die Wohnung einfach behalten im Bestand. Aber ist natürlich auch ärgerlich, denn war alles schon vorbereitet. Der Notar hat zum Glück noch keine Entwürfe gemacht, denn auch dafür können Gebühren anfallen, wenn man einen Notarentwurf machen lässt und dann gar nicht den braucht. Dann kann der Notar oder manche Notare berechnen dann Geld. Zum Glück gab es dann noch keinen Entwurf und wir haben vorher abgesagt, bevor der Notar irgendwas gemacht hat. Aber auch das ärgerlich. Man freut sich schon so, ja cool, Wohnung verkauft und dann... Was ist noch passiert? Fail Nummer 3. Zu hoch gepokert. Also das fasse ich jetzt mal zusammen. Ja. Es waren drei Deals. Da haben wir ein bisschen zu hoch gepokert, was die Preisverhandlung angeht und haben dann nicht den Zuschlag bekommen, sondern jemand anders. Obwohl der Preis, der eigentlich schon vorher im Raum stand, ja, war eigentlich gut. Ja. Wir haben aber zu viel gewollt. Nochmal nachverhandelt. War ein bisschen too much und am Ende des Tages haben wir es dann nicht bekommen, auch ja, dreimal passiert. Deswegen Learning daraus, nicht zu hoch paukern, also auch mal, vielleicht mal, wenn der Preis passt, einfach zahlen und nicht nachverhandeln. Ja. Weil gerade in heutiger Zeit, wo es wenig Deals gibt, ist manchmal, würde ich jetzt sagen, wenn man flippt, lieber halt einen Deal machen, anstatt zu hoch verhandeln, anstatt ihn nicht zu machen. Kann auch... Für den Bestand würde ich es nicht machen, aber für den Flip kann man mal drüber nachdenken, dass man auch mal ein bisschen mehr zahlt im Einkauf. Ja? Ich mache gerade ein Video. Komm rein, was ist? Noch ein Fail. Fail Nummer 4. Ein Mieter ist ausgezogen ohne Kündigung. Ohne die nächsten, also damals der 3 Monate Kündigungsfrist, ohne die 3 Monate Kündigungsfrist einzuhalten, also er war einfach weg. Sozialfall war das, der Mieter hat also keine Miete mehr bezahlt, die Ämter waren auch nicht mehr für ihn verantwortlich, denn er hatte schon eine neue Wohnung, wo sie dann quasi wieder für aufgekommen sind und er war aber einfach weg. Ja. Die Wohnung war voll mit Müll, habe ich auch ein Video dazu gemacht, die war voll mit Müll, die hat gestunken, war versifft komplett und der Typ war einfach weg. Ja. Von heute auf morgen, ohne rechtzeitig Bescheid zu sagen. Und
Ciao, genau. Das ist auch eigentlich doof gelaufen, weil wir hatten keine Vorbereitungszeit, um uns rechtzeitig darum zu kümmern. Deswegen gibt es ja eigentlich auch diese Kündigungsfrist, dass man da kurz Zeit noch hat als Vermieter, um klarzukommen. Aber war in diesem Fall nicht so. Für uns kein Problem, aber trotzdem halt einfach ärgerlich, dass das passiert, sowas. Ja. Fall Nummer 5. Ich hatte ein Objekt angeboten bekommen von einem Investor. Das habe ich an ein Maklerbüro weitergeleitet, dass die es quasi vermarkten können. Und ich war quasi der Tippgeber von dem ganzen Ding. Also es gibt ja immer, wenn man einen Deal einem Makler gibt und man hat den gefunden, also irgendjemand hat den gefunden, gibt den einem Makler, dann gibt es sozusagen eine Tippgeberprovision oder ein, ja, genau, einfach so ein bisschen Tippgebergeld dafür, dass man quasi den Deal dem Makler gibt zur Vermarktung. Ja, hat gut funktioniert alles, bis zu einem Schritt, der Makler hat seine Arbeit sauber gemacht, hat es verkaufen wollen, war schon kurz vorm Abschluss. Und dann hat der Verkäufer selber verkauft an irgendjemanden, den er privat kannte, somit keine Provision angefallen, keine Tippgeberprovision, gar nichts. Also war der Deal, war Arbeit entstanden, also Arbeitsaufwand ist entstanden und keine Provision. Also fünfmal so ein paar Sachen, die so schief gelaufen sind bei uns, ist kein Genickbruch dabei gewesen oder so, aber halt einfach Sachen, die ärgerlich sind, wo man sich mit zurechtfinden muss, wo man drüber stehen muss, einfach weitermachen. Und es gibt halt einfach eine Ausschussquote bei allem, das man macht. Bei manchen Sachen ist halt die Quote 1:2, also einmal klappt es, einmal nicht. Bei manchen Sachen ist es 1:10, einmal klappt es, neunmal nicht. Es kommt halt immer darauf an. Das Wichtigste ist halt nur, dass man da drüber steht, dass man wieder aufsteht, Gas gibt, weitermacht und nicht einfach sich hängen lässt. Also wenn man jetzt halt mal 5 Besichtigungen hatte, die waren alle nix, dann bleibt dran, sucht weiter, findet weitere Deals, vielleicht wird die nächste was oder die übernächste oder die überübernächste. Aber wer aufhört zu suchen, findet auch nichts. Heutzutage ist das echt der größte Knackpunkt. Guter Deal, hast einen guten Deal, ist eigentlich kein Problem, den irgendwie zu verwerten. Einerseits als Investor, andererseits als Tippgeber zu einem Makler, wenn es dir zu groß ist oder so. Von dem her kann man eigentlich mit einem guten Deal immer ein bisschen Geld verdienen, egal ob man es selber kauft oder durchschiebt. Jo, deswegen in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, es regnet nicht nochmal, weil hier regnet es komplett heute Morgen. Und ich hoffe, dass ihr nicht solche schlechten Erfahrungen gemacht habt mit euren Immobiliendeals, wenn ihr welche gemacht habt und daraus etwas gelernt habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das in den Kommentaren einfach mal reinschreibt. Nicht alles, was so schön auch außen hin aussieht, ist immer auch schön. Es gibt immer auch eine Schattenseite, Wasserschäden, abspringende Käufer, nicht zahlende Mieter, was weiß ich, also verschiedene Sachen. Dementsprechend lasst mich wissen, was bei euch schiefgelaufen ist. Lasst es die Community wissen, was bei euch schiefgelaufen ist. Wenn irgendwas bei dir schiefgelaufen ist, dann hit den Like-Button, weil ich bin mir sicher, irgendwas ist passiert. Ich hoffe es natürlich niemand, aber es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Ja, macht's gut und schönes Wochenende. Ciao.